Die Magdeburger Lukasklause, gebaut als mittelalterliche Stadtbefestigung. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Lukasklause teilweise zerstört. Der Ingenieur und Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke leitete ab 1632 den Wiederaufbau. Seit 1995 ist das Otto von Guericke Museum in der Lukasklause beheimatet. Otto von Guericke, ein Denker, ein Erfinder, ein Gründer. Fünf Neugründer trafen sich am 19. November 2019 in der ehrwürdigen Lukasklause und stellten beim Trialog ihre neuen Ideen vor. Der Trialog ist ein Unternehmerabend für Gründer und erfahrene Unternehmer. Jungunternehmer haben die Chance, ihre neuen innovativen Ideen den gestandenen hiesigen Unternehmern vorzustellen. Die Unternehmer haben die Möglichkeit, die neuen Jungunternehmer mit ihren Ideen zu unterstützen und für sie die Türen zu regionalen Partnern zu öffnen. Hierfür ist die Lukasklause ein geschichtlich perfekter Ort. Aber auf alle Fälle, also der Ort ist ganz bewusst ausgewählt. Ja, es geht um Erfindungen, Erfindungsreichtum, Ideenreichtum, Kreativität, sich auf neue Wege einlassen, was ausprobieren. Und das ist das, was die Gründer in der Regel alle mitbringen. Und das ist das, was wir heute Abend hier auch zu hören bekommen werden. Beim Trialog haben die jungen Unternehmer 10 Minuten Zeit, ihre Ideen und ihr Unternehmen zu präsentieren. Ist die Sanduhr abgelaufen, stellt die 5-köpfige Jury, Experten aus der hiesigen Wirtschaft und Wissenschaft, nun ihre teils kritischen Fragen und gibt Anregungen. Anschließend kann das Publikum Fragen zu der vorgestellten Geschäftsidee stellen. Und das sind die 5 Gründer. Den Start machten Maren Huhle und Lukas Berns. Sie gründeten Mosaik. Mosaik ist ein duales Fassadenbegrünungssystem auf der Basis von Moos. Dieses wandelt nicht nur effizient Kohlendioxid und Stickstoff um, sondern filtert auch Kleinstpartikel aus der Luft. Beide studieren an der Otto von Guericke Universität und so soll der erste Prototyp im kommenden Jahr als Fassadenbegrünung an der Uni Magdeburg installiert werden. Wollen wir an der Universität in Magdeburg unsere Testwand bauen, um das Ganze auch ausgiebig zu testen. Also es gibt Studien darüber, dass es funktioniert, dass Moos filtert. Wir wollen natürlich aber eigene Forschungsergebnisse hervorbringen, um das dann auch besser an den Markt zu bringen. Wir werden eine Testwand bauen an der Uni. In Magdeburg soll dann auch die erste Wand zukünftig stehen und dann Schritt für Schritt wollen wir ein bisschen die Städte erobern. Das zweite Team waren Andreas Reuß mit seiner Schwiegertochter Susanne. Beide entwickelten die App Mapstrom. Mapstrom verkörpert das Handwerk 4.0. Mit Hilfe einer Stromerkennungssoftware können durch wenige Klicks gesuchte Elektroverteilungen in öffentlichen und privaten Gebäuden gefunden werden. Dadurch können die Handwerker wertvolle Zeit einsparen. Mit Mapstrom haben die Elektrobetriebe eine digitale Lösung zur Kapazitätserhöhung. Handwerklich ging es auch im nächsten Vortrag weiter. Christoph Baum stellte sein Programm Novus Go vor. Novus Go ist eine Software für die Organisation und Struktur für Unternehmen. Generell wurde sie für Handwerksbetriebe entwickelt. Novus Go hilft in einem Handwerksbetrieb, alle wichtigen Baustelleninformationen in Echtzeit mit den Mitarbeitern auszutauschen, sowie Bauzeiten oder verbrauchtes Material zu erfassen und zu dokumentieren. Ein weiterer Gründer ist Johannes Schöllhorn. Er entwickelte den Feso-Shop und die Feso-App. Der Feso-Shop ist ein Internetshop für Sportschützen. Hier können die Schützen hochwertiges Equipment für ihren Sport bestellen. Die Feso-App ist noch einzigartig und unterstützt die Schützen bei der Auswertung des Schießtrainings, indem es die Zielscheiben per Foto direkt statistisch auswertet und Trainings protokolliert. Das letzte Team des Abends war das Team von Heimatsponsor. Heimatsponsor steht für die gegenseitige Unterstützung in der Region. Wer bei regionalen Einzelhändlern statt im Onlinehandel kauft, spendet auf diesem Wege heimischen Vereinen, Schulen, Kitas und gemeinnützigen Einrichtungen. Die Einzelhändler bieten verschiedene Rabatte oder Cashbacks auf ihre Verkaufspreise an und zahlen diese in Form von Fördercodes für regionale Vereine und Einrichtungen aus. Auf den Fördercodes ist ein Code mit der entsprechenden Spende enthalten. Diesen Code können die Kunden per App einlösen. Mit dem Projekt Heimatsponsor werden nicht nur die regionalen Vereine und Einrichtungen unterstützt, sondern auch der regionale Einzelhandel. Der Trialog bietet dafür eine gute wirtschaftliche Plattform.
ja, für uns eine prima Möglichkeit, uns einmal zu präsentieren, auch vor dem, sage ich mal, qualifizierten Publikum. Wir sind in letzter Zeit sehr häufig unterwegs, in Gemeinden, in Kommunen. Bei Bürgermeistern sind wir vorgeladen oder eingeladen, beziehungsweise eingeladen. Und solche Plattformen hilft auf jeden Fall weiter, uns nach außen hin zu zeigen. Nach den Präsentationen hatten die Gründer die Gelegenheit, sich mit den zahlreichen Unternehmern vor Ort auszutauschen. Das Netzwerken ist ein wichtiger Bestandteil des Trialogs und er ist somit die Eintrittskarte in die Wirtschaftswelt. Sie weitet nicht nur den Blick auf Eigenes, sondern auch für Neues.